Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Grün. Wow, das Mikrofon ist ziemlich auf laut gestellt. Im Gegensatz zum letzten Mal. Und ihr hört auch den Ingame-Sound. Ja, ich habe ihn im ersten Video nachbearbeitet. Oh Scheiße, jetzt habe ich nicht geguckt, wie die Gesundheit meiner Pokémon ist. Aber auch egal. Und, ich habe jetzt beim OBS, ich nehme das mit einem OBS auf. Alter, das ist voll laut. Warum ist das voll laut? Ich habe nichts gemacht. Ich habe, wie gesagt, das Mikrofon ist eine Wundertüte, eine bunte Tüte mit Überraschung. Je lauter, desto besser. Aber ich hoffe, das Rauschen hört man nicht so. Eigentlich müsste man das nicht hören. Gut, naja, ich habe jetzt beim OBS das folgendermaßen gemacht, damit ja auch der Ingame-Sound aufgenommen wird. Ich habe einfach, einmal eine Szene angelegt, wie beim ersten Mal mit dem Fensteraufnahme. Und dann habe ich nochmal eine Game-Aufnahme gemacht. Bei der Game-Aufnahme sieht man leider die ganzen, die untere Taskleiste von Windows und all das. Und da, das will ich ja nicht mitmachen. Also mit aufnehmen. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, schiebst du das Video mit der Game-Aufnahme hinter der Szene mit der Fensteraufnahme. Und das passt. Passt ganz gut. Oh, ich habe vergessen. Oh, verdammt. Wir müssen gleich nochmal ins Pokémon Center. Zurück, Kratzfratz. Taubsi. Hier, Windstoß. Leider noch normal effektiv. Und ja, so ist jetzt endlich die Ingame Soundaufnahmen mit drauf und ich bin glücklich. Ich dachte mir nur, dein Ernst, warum nimmst du denn nicht auch den Sound mit auf? Warum OBS, warum tust du das? Und so habe ich knapp eine Stunde damit verbracht, irgendwie Ingame-Sound also nicht Ingame-Sound, sondern Spiele-Sound einfach mit reinzuschneiden. Da habe ich eine bunte Mischung rausgemacht aus dem, was ich habe. Warum hast du denn sowas? Ja, ich habe mir extra die Musikdateien runtergeladen dafür, damit man nicht nur meine grässliche Stimme hören muss. So. Ich hoffe, ihr versteht das. Ja, das war ein sehr intensives... Oh, 2 Level weiter. Sehr gut, Taubsi. Taubsi. Und der Wechsel. Wen haben wir denn da noch? Achso, Taubsi wird... Oh, der sollte eigentlich nicht kämpfen. Ich wollte ihn hier. Taubi. Raupi. Schlag das Hornio. Oh. Aua. Ach, war ein Crit. Okay. Warum kannst du Japanisch? Das kann man sich an der Art und Weise und der Vielfalt der Textbox. Oder nee, sehr effektiv. Ach ja, stimmt. Giftattacken sind ja gegen Käfer sehr effektiv. Soll ich einen Trank nehmen? Ach komm, ich nehme einen Trank. Oh, das war die Speed-Taste. Hör auf damit. Du bist doch gemein. Was soll denn das? Das und das. Ich wechsle um. Und wer kommt da? Bisasam. So, das dürfte jetzt nicht mehr so effektiv sein. So. Wie gesagt, wir müssen trainieren. Wir müssen die Pokémon auf ein schönes Level bekommen. Also kriegen. Bekommen sowieso. Nee, du hast mich besiegt. Mimimimimi. Haha. Das tut mir so furchtbar leid, dass
Leider gibt es hier in diesem Spiel noch gar kein Bild. Alter, das ist verlaut. Und von welcher Entfernung damals? Ich musste richtig rangehen, weil auch der PC so laut ist. Aber inzwischen habe ich auch herausgefunden, warum mein PC so wahnsinnig laut war. Und auch beim Hochfahren, stimmt, das habe ich ja noch gar nicht erzählt. Beim Hochfahren hatte der immer so ein, als ob da drin so ein Rad wäre und was immer gegen irgendwas gekommen ist. Und das hat dann solche Schleifgeräusche am Anfang gemacht. Ich habe die Festplatte, die eine Festplatte, die ich da drin habe, zu nah gegen ein, gegen das Gehäusewand, die Gehäusewand, der Gehäusewand, keine Ahnung. Also gegen die Wand, wo man die ganzen Festplatten reintun, weil ich habe da nicht diese Riegel für, sondern die liegen bei mir, ja, nicht anders. Also der PC liegt bei mir eh komplett falsch rum. Nicht aufrecht, sondern liegt, weil die Grafikkarte kann hinten leider nicht befestigt werden. Und auf jeden Fall war die eine Festplatte zu nah an der Wand und das hat immer beim Hochfahren so ein... Ich dachte, meine Festplatte gibt jeden Moment den Geist auf. Das wird die eh bald, weil diese Festplatte, die habe ich jetzt schon seit zig Jahren. Und ja, die neue Festplatte wird noch gekauft. Aber wie gesagt, erst nach der Praxis, wenn ich nichts mehr schriftlich ausarbeiten muss. Weil das wäre ärgerlich, wenn ich da noch was am PC machen muss und der PC nicht funktioniert, weil ich Trottel wieder irgendwas falsch gemacht habe, so wie mit dem Prozessor. Ja, das war auch ein Abenteuer. Einen neuen Prozessor muss ich mir auch noch besorgen, weil ich habe momentan den Prozessor meines Kumpels drin. Den hat er mir ausgeliehen. Ohne ihn wäre jetzt mein PC Schrott. Also nicht Schrott, sondern könnte nicht funktionieren. Da werde ich mir dann auch nochmal was Neues holen. Damit da sein Prozessor, den er mir jetzt erstmal gegeben hat, wieder zurückbekommt. Das ist klar. Diese Hornlius, ne? Nidoran. Nidoran. Oh, das war Heuler. Kann man irgendwie... andersrum. Ja, der kann nicht so viel Schaden machen. Yes. So. Dann weiß ich, dass das Tackle ist. Giftattacken haben nicht so... sind nicht so stark. Boah, das wird ein Level Up hier. Aber Nidoran muss auch stärker werden. Damit wir den Doppelkick bekommen. Wobei, kann er das schon? Ich glaube, der Doppelkick auf Nidoran wurde nur in extra für Pokémon Gelb eingefügt, ne? Oder? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich habe ja noch nie Rot und Blau gespielt, muss ich ehrlich zugeben. Schande über dein Haupt! Ja. Meine erste Edition war halt die Pokémon Gelbe. Aber dennoch habe ich ja nichts verpasst. Ich habe nur eine etwas andere Version oder Edition gespielt als die zwei vorigen. Ja, Level 7, das ist doch schon mal schön und wir haben den Wald durch. Ding, 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 ding. Boah, die eine, zwei Pokémon sind sogar stärker als mein Starter. Das ist größere Leistung. So, ich gehe jetzt nochmal wieder zurück. Ja, ich gehe jetzt nochmal zurück, weil wir müssen noch unseren Rivalen besiegen. Hi, Hornio. Haben wir schon... Hier gibt es Hornius? Why? War es nicht so, dass es in Rot und Blau nur eins der zwei gab? Also ich glaube, in Blau war es Raupi, in Rot war es Hornio? Warum gibt es denn in Pokémon Grün denn beide? Ja, wenn das so ist...
Habe ich das vorher nicht gecheckt? Wir müssen doch die ganze Zeit ja wilde Pokémon gehabt haben. Warum checke ich denn das nicht? Kann man hier etwa alle Pokémon bekommen? Ich bin gerade etwas schockiert, verwirrt und... keine Ahnung. Ja, nehme ich erstmal mit, ne? Sollte Pikachu kommen? Falls es es gibt, wie gesagt, in Pokémon Grün, ihr seht, ist es irgendwie alles anders. Hier zum Beispiel müsste eigentlich noch ein... oder habe ich das Item schon? Eigentlich müsste es da noch seitlich reingehen und da liegt ein Item. Wie gesagt, in Pokémon Grün ist alles anders. Andere Encounters... vielleicht sind auch die Arena-Leiter anders, ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, die Arena-Leiter sind genauso wie in Rot und Blau. Und, ja, wir gucken einfach mal, wie es weitergeht. Ich habe jetzt erstmal kurz... ach, wat? Das habe ich ja auch noch nie gehört, dass es in der Fatania-Musik dieses... dass es da noch was gibt, Alter. Wie gesagt, wir werden dann auch... ich glaube, wir werden auch die Original-Lavandier-Musik noch hören. Also, wie gesagt, es wird hier alles anders sein. Der einzig negative Punkt an diesem Projekt ist, es ist halt auf Japanisch. Da 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 da. Ich fand es wirklich sehr, sehr schade, und das muss ich direkt an Nintendo richten, dass ihr die Pokémon Grüne Edition nur in Japan rausgebracht habt.